Gibt es irgendjemanden, der damals bei dem Konzert da war? So ein Quatsch, so ein Blödsinn. Wer bist du? Wie alt bist du? Okay, also warst du 15 damals. Warst du mit 15 schon auf dem Konzert von mir? Oh. Richtig Blödsinn. Was hast du denn deiner Mama damals erzählt? Offiziell. Tokyo Hotel Konzert oder? Wunderbar. Aber nicht nur das, weißt du, dass ich sogar, dass Münster, das Skaters Palace, eine der wenigen Städte waren, wo ich sogar damals noch mit der ganzen Abu Berlin-Mannschaft war, Alter. Ich schwör's dir. Und nein, Moment mal, damit wollte ich sagen, die Münsteraner, die waren damals im geil, Alter. Münster hat die Woche noch. Sehr schön. Bevor wir weitermachen, meine Damen und Herren, möchte ich euch erst einmal die Leute auf dieser Bühne vorstellen. Wenn ihr von euch aus gesehen auf die Bühne guckt, von euch aus gesehen heißt, ich hätte jetzt links gesagt, aber meine linke Seite, eure rechte Seite, meine Damen und Herren, mit dem Bass in der Hand. Ey, was ist hier noch umgezogen von der Show, Alter? Sehr schön. Ich weiß auch nicht warum, aber jedes Mal, wenn ich nachgucke, kriege ich gute Laune. Meine Damen und Herren, heute hier in Münster am Bass. Macht mal Lärm für Chris! Meine und eure Bitte heute Abend hier. Ich hoffe, die Leute dort hinten können uns alle sehen. Ich stand nämlich vorhin beim Soundcheck. Ja, beim Soundcheck bin ich nämlich da hinten hingegangen und meinte, stellt euch mal vor, die Armtrotten, die da hinten stehen, die sehen gar nichts von der Show. Okay, sehr schön. Also, von euch aus gesehen, die Bitte, meine Bitte, der Undercover Playboy dieser Tour, ja, er ist schon seine Frisur bekannt hier bei uns auf Tour. Am Schlagzeug. Keiner spielt die Stick so wie dieser junge Herr dort oben am Schlagzeug. Münster. Macht mal Lärm für Uwe! Du hast irgendwie so einen ruhigen Namen irgendwie so. In jeder Stadt, wenn wir Uwe vorstellen, jede Stadt schreit immer Uwe. Das ist so irgendwie
Trinken und Alkohol. Was verstehst du? Na gut, ich mache mal aus dem Viertel. Jetzt kommen wir zu jemandem, der nicht für Hooligan und auch nicht für Alkohol steht, sondern eher für Weed, Gras und sowas alles. My brother from another mother, meine Damen und Herren, heute hier in Münster. Keiner spielt das Keyboard so wie er. Direkt aus Jamaika. Der Einzige, der von sich behaupten kann, dass er damals mit Bob Marley einen Joint geraucht hat. Münster. Macht mal Lärm für Johnny! K1. Und hier, zu meiner Rechten, heute live für euch in Münster. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, Enis Mohammed Black, Sonny Musik! Dankeschön. Dankeschön, wir machen weiter.